Ja, hallo und herzlich willkommen, werte Zuschauer von Garten Productions zu Kokzockt. Und zwar iPad für die PlayStation 3. Wir werden jetzt versuchen, das iPad schlüpfen zu lassen. Ich weiß gar nicht, soll ich hier klatschen, aber durch das Gepapple. Na endlich! Dein iPad schlüpft! Oh mein Gott! Kok wird schon wieder Vater! Nein! Oh je! Und da ist er, meine Damen und Herren, mein iPad! Ja, jedes Frauenherz, das schmilzt da natürlich nur hin. Es ist mein Sohn. Uhuhu. Es hat Spaß gemacht, dieses iPad zu machen. Mit der Dame. Ich soll mein iPad streichen. Ach, ganz. Oh, hier soll man mal richtig wedeln hier. Der soll gleich mal merken, wo er hier hingekommen ist. Und der freut sich noch so. Ja. Ein bisschen Schnurter auch. Man darf ihn eigentlich gar nicht so drangsalieren. Dafür ist er zu niedlich. Ich habe schon die Platin-Trophäe geholt in diesem Spiel, aber ich wollte das einfach mal mit auf den Kanal bringen. Viele kennen das ja nicht. Hallo Welt! Dadurch, dass meine PS3 ja abgekackt ist, sind natürlich die Trophäen wieder weg, aber online sind die natürlich geblieben. Ja, iPad. Und da ist er, meine Damen und Herren. Das ist mein iPad. Bisschen schwierig hier. Ich arbeite heute mit zwei Kameras und beide sind nicht optimal eingestellt, aber egal. Ja. Eigentlich habe ich iPad nochmal rausgeholt, um mir ein schönes Cockbild malen zu lassen. Ob wir das nachher gleich noch machen in dem Video, ich glaube es nicht. Ah, sieh nur, wie süß dein iPad ist. Ah. Jetzt braucht es nur noch einen Namen. Wähl ihn gut aus, denn es wird ihn behalten. Da meine Katze gestorben ist, werden wir die jetzt einfach, werden wir ihr den Respekt erzeugen und mein iPad Pussy nennen. Okay, machen wir es einfach mal. Kann man den eigentlich jetzt schon bewegen? Ja. Also er läuft ja auch hinterher und springt ein bisschen. Man sieht das. Wollen wir mal sehen, nicht springt, ob sich dein iPad bewegen kann. Aber gucken tut er schon. Bewege einfach deine Finger oben auf dem Bildschirm und lass sie ein paar Mal hochspringen. Ich bin ja schon dabei. Es kann jetzt ein bisschen an der Kamera auch liegen. Was macht er denn nun? Ah ja, jetzt. Also, ja, springe einfach mal eine Runde. Wir sind ja immer noch im Tutorial. Es ist echt irre. Hallo? Ja. Und noch ein letzter Sprung, kriegen wir den hin? Anstupsen? Ist das schlecht? Ich hatte viel Spaß mit dem Spiel, auch mit Kumpels und Freunden und so weiter. Aber letztendlich ist man dann doch raus aus dem Alter. Aber wenn ich sie mal wieder reinmache, das ist ja doch wieder was. Jetzt bewegst du die Finger auf den Boden. Damit es dich, angreift. Was? Den Opa kann man leider nicht wegdrücken, aber ja, mal probieren hier. Na, greift er an. Ich finde es ja cool, wenn er sich so erschreckt. Normalerweise macht man das auf dem Boden, er ist jetzt in der Luft. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal ins Freeplay kommen. Nach dem ganzen Rumgehüpfe ist es keine schlechte Idee, dein iPad zu scannen. Mal sehen, wie es ihm geht. Ja. Das kennst du ja schon. Halt sie hoch. Es gibt ja noch diese Zauberkarte und damit scannen wir das Tierchen jetzt einfach mal. Gucken wir mal, jetzt kommt glaube ich, dass er Hunger hat. Ja, der Magen ist leer, aber so sieht er aus. Mein iPad. Ja, geil. Also das ist auf jeden Fall gut gemacht, da kann man nichts anderes sagen. Auch wie das Tierchen reagiert, also man sieht, da wo die Karte hingeht, guckt er auch. Ja, mein Umfeld wieder. Was willst du mit diesem Spiel? Ich erinnere mich noch damals dran. Aber ich fand es immer lustig und wie gesagt, in einer geselligen Runde macht das auch Spaß. Und du bekommst ein Milchfläschchen von uns. Ein Milchfläschchen? In etwa so. Okay. Jedes Baby ist auf dein iPad am Anfang witzig. Aber gib ihm einfach das Fläschchen in den Mund, wenn es auf den Rücken rollt. Ich will ihn ja stänkern. Viel Glück und kleckere nicht so viel.
Roll dich mal auf den Rücken, du Honk. Macht er jetzt gerade nichts? Ja, ich hab die Zauberkarte hier. Was macht er jetzt? Hallo? Das funktioniert ja jetzt blenden. Das ist der Vorführeffekt. Es kann auch daran liegen, weil ich die Kamera einfach... Ach, schütteln soll ich die Flasche? Entschuldigung. Entschuldigung, natürlich. Das müssen wir ja machen. Auf die richtige Temperatur haben wir sie hoffentlich schon gebracht. Okay. Mein Gott, Walter! Okay, dann füttern wir den erstmal. Da geht aber einiges rein. Ist übrigens kein Tamagotchi, wo man täglich danach gucken muss oder so. Das finde ich ein bisschen schade. Hätte man vielleicht einbauen sollen, so eine Funktion. Spitzenjob! Dein iPad sieht sehr satt aus und ja, zufrieden. Zur Belohnung wirst du gleich ein neues Spielzeug erhalten. Bis es ankommt, spiel doch noch ein wenig mit deinem iPad. Spielen wir noch eine Runde und gleich kommt natürlich das Geschenk. Ich kann ja noch ein bisschen streicheln. Aber will er auch nicht. Wie gesagt, Kamera müsste normalerweise auf den Boden gerichtet sein. Ist sie jetzt nicht. Oben sehen wir das Speichersymbol. Vielleicht kommen wir in den Malkasten nochmal rein. Nachher. Da kommt unser Geschenk. Ein Trampolin. Das ist für deine Zauberkarte. Und das soll ein kleiner Test sein, was du alles drauf hast. Leg deine Karte einfach auf den Boden, so etwa. Und dann bewegt sie nach links und rechts, damit das iPad hüpft. Oh, und nicht vergessen, halte sie am roten Bereich fest. Los, los, los. Versuch's mal. Oh, jetzt komme ich in die Kamera. Das ist natürlich schlecht. Dann muss ich es vor der Kamera machen. Das ist live. Achte. 10 Mal soll was machen. Wer macht da? Hüpf weiter, solange du kannst. Weil darauf habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Ei. Spitzenjob mit dem Trampolin. Danke. Jetzt beherrschst du die Grundlagen. Und erhältst in wenigen Minuten ein Willkommenspaket. Spiel doch einfach so lange noch mit deinem iPad. Wir können den nochmal ganz ruhig streicheln, wenn er nicht gleich weggeht. Hallo? Hier ist ein Willkommenspaket. So ein Honk. iPad-Styling, Futternapf und die ersten leckeren Kekse, ein Waschset und ein Bowling-Spielzeug. Und ab jetzt findest du alles Wissenswerte im Menü. Okay. Drücke die Starttaste auf dem Leider kann man diesen Honk nicht wegdrücken, sonst hätte ich es lange gemacht. Aber ich wollte natürlich der Vollständigkeit halber zeigen, wie es aus dem Ei schlüpft. Wer von iPad nochmal eine Folge extra sehen will, kann sich natürlich gerne nochmal melden. Vielleicht nehme ich dann nochmal was auf. Gehst du mal runter von der Kamera, sag mal. Ah. So, gucken wir einfach mal rein ins Menü. iPad-Programm. Ah, du hast das iPad-Programm. Ja, das habe ich jetzt gefunden. Voller Aufgaben für dich und dein iPad. Ja. Du musst sie meistern, um Preise und aufregende Spielzeuge zu erhalten. Man muss kurz dazu sagen, man kann mit dem iPad hier kegeln und so weiter, also eine Menge machen. Ich will jetzt aber keine Aufgaben machen, es ist alles noch geschlossen, leider. Schade. Wir müssen hier erstmal was spielen. Das springen will ich ja gar nicht. Ach, das ist doch räudig, ey. Ich muss es echt, ich muss jetzt mit dem iPad erstmal spielen. Dann machen wir das. Lass es springen. Ach so, hier. Müssen wir das nochmal schnell wiederholen. Freut er sich natürlich, wa? Schnallt er das überhaupt jetzt hier? Hallo? Ich glaube, der hört auch. Ich glaube, der hört auch und erschrickt sich auch manchmal. Dafür gab es sogar eine Trophäe. Oh, ja, dann jumpen wir mal hinterher. Die 4 Aufgaben machen wir jetzt einfach mal.
Schwindelig soll dem Tier werden. Das ist schon wieder frech. Ach, dumm. Jetzt bewege ich natürlich da meinen Arm. Und der geht ja der Bewegung nach. Ich bin natürlich voll der Hand weg. Scheiße, ich gehe einfach mal hier runter. Dann. Okay, lass es angreifen. Ich bewege mal meinen Kopf und lass mich mal angreifen. Das ist ja gefährlich, das Tier. Dreh es um, wenn es sich aufbäumt. Können die ihn wegschubsen? Ist das schlecht? Bäumt er sich auf oder nicht? Ist das aufbäumen? Nein. Dreh es um, wenn es sich aufbäumt. Bäume dich bitte auf, Junge. Ah, da war es jetzt. Ah, siehst du. Und jetzt sollen wir es auch noch streicheln. Ich muss ja immer mit der Kamera arbeiten. Es ist ja nicht gewöhnungsbedürftig. So, es fängt an zu schnurren. Leider hören wir das durch den lauten PS3-Lüfter nicht. Ich ziehe mal ein bisschen. Streicheln, wenn es ruhig ist. Lay back in the arms of someone. Du darfst dich hinlegen. Ja, soll ja einschlafen jetzt. Ein Schwachsinn. Also ich denke mal, die Frauen fahren auf jeden Fall voll ab auf dieses Spiel. Und so schlecht ist es ja auch gar nicht. Und ein Foto war auch noch gemacht. So eine Scheiße, Mann. Hier sehen wir mal kurz die Kamera unten. Das wollte ich mal kurz gezeigt haben, damit ihr seht, wie das hier aussieht. So. Können wir schon malen? Wir können noch nicht malen. Schade. Wir werden das Tier jetzt einfach mal stylen. Okay. Hier ist wieder die Zauberkarte. Ich glaube, die brauchen wir gleich. Oder nee, bei dem brauchen wir, weiß ich jetzt gar nicht. Wir geben denen mal ein richtig punkiges Fell. Kennt einfach eigentlich jemand die Sendung Unsichtbar? Die lief immer ewig auf dem Kika. Ich fand die ganz cool. Erinnert mich so, die Sprühflasche erinnert mich gerade ein bisschen daran. Ach nee, Pussy war schwarz. Wir nehmen schwarz. Genau. Felllänge. Mal richtig Struwwelpeter draus machen, genau. Gekringelt, lassen wir es gekringelt. Der muss richtig struppelig sein. Ah, das ist okay. Federn hat er jetzt. Ach so. Geben wir noch ein schönes T-Shirt. Das Weiße passt bestimmt gut dazu. Ah ja, lassen wir mal so. Das lassen wir jetzt einfach mal alles so. Wollen wir mal nicht übertreiben. Die Zeit haben wir jetzt nämlich nicht. Werden wir nochmal waschen, das können wir auch nochmal kurz zeigen. Im Endeffekt leidet das Spiel natürlich auch darunter, dass sich alles zum Ende dann immer wieder wiederholt. Das ist nicht schlimm, aber ja. Aber man kann auf jeden Fall Spaß mit diesem Spiel haben. Gärtnern kann man mit dem ja auch. Auch geil.
Wir wollen die Ärzte hören, wir wollen die Ärzte hören, wir wollen sie sehen. So, ich habe die Dusche falsch rum in der Hand. Okay, dann werden wir den jetzt einfach mal duschen. Einschamponieren müssen wir den, glaube ich, auch noch. Achso, den Hintern will er auch noch. Also hier ist was los. So, dann nehmen wir mal das Shampoo. Da hauen wir mal richtig was drauf. Und werden den jetzt mal einschamponieren hier. Ja, da schäumt dann natürlich schon. Richtig schön karatemäßig hier. So, also wer keine PS3 hat, das ist jetzt auch kein Grund, sich die zu holen. Aber ich fand das Spiel lustig und ich war einer der Ersten, der es überhaupt hatte. Also ich hatte es gleich, wo es rauskam, gleich bestellt. Nehmen wir nochmal die Dusche. Ah, mit der Hand hier. Warum erkennt denn der das jetzt nicht? Weil es draußen zu dunkel wird oder was? Na, jetzt geht's wieder. Okay, duschen wir mal weiter. Ich finde das mit der Zauberkarte relativ gut gelöst. Das funktioniert auch relativ gut. Es liegt jetzt einfach daran, dass ich hier den Winkel etwas schlecht habe. Deswegen wird das nicht immer alles optimal erkannt. So, nun föhnen wir das, was ich nicht mehr habe. Die Frisur. Nur eins zählt in diesem Leben. Deutsche Bahn. Ja, sieht ja nur anders aus als vorher. Ich weiß es nicht. Da! Wieder ein Foto geschossen. Ich krieg's immer gar nicht mit, wann die das Foto machen. Und schon haben wir wieder ein Pullover für das nette Tierchen ergattert. Ich hab ihn doch schon gestylt. Das verstehe ich ja jetzt gar nicht. Zauberspielzeug. Was haben wir noch? Das Bowling-Set haben wir noch. Können wir nochmal Bowling spielen? Ah, da muss ich aber mal nachdenken, wie das hier alles war. Ich glaube, der rollt sich dann noch runter. Ob wir hier den Vierer nehmen, müssen wir mal schauen. Den macht er! Oder war es ein Sechser? Ich weiß gar nicht. Ich habe es jetzt gar nicht so gesehen. So, wir können mal den noch probieren. Oh, die Kamera, es wird ja wieder brenzlig jetzt. Aber knapp, ich nehme die auch mal ein Stückchen hoch. Dann brauche ich mich hier nicht so runterbücken. Die überhaupt hoch. So sieht's aus. Oh! Da müssen wir ja schnell abgebrochen. Das war jetzt strategisch. Nimmt er die alle? Und da lässt er ihn stehen. Da lässt er ihn stehen. Kennt den Spruch jemand? Das ist ja unglaublich. So eine Scheiße hier. Naja, dann nehmen wir den auch noch. Ganz so einfach ist das Spiel nicht, aber wie gesagt, ich habe Platin geholt. Also ich habe alles, was gefordert wurde in diesem Spiel, auch erledigt. Wieder so ein Scheiß. Schießen wir einfach mal hier rein. Ahne, dass da was stehen bleibt. Drei Stück bleiben stehen, das ist schlecht. Aber wie gesagt, mit etwas Übung geht das dann auch. Jetzt habe ich wieder einen schlechten Winkel gerade, glaube ich. Oh. Oh, das war ja total schlecht. Das war ja mal richtig schlecht. Okay. Probieren wir den auch nochmal. Stage is yours. Die nimmt er! Vier Kugeln haben wir scheinbar noch.
Und das wird ja nicht gerade leichter von Runde zu Runde. Hier haben wir auch wieder so einen schwierigen Fall, den ich jetzt einfach mit ich nehme. Und da sind sie weg! Den macht er! So ein Quatsch! So, zwei Kugeln haben wir noch. Das sieht einfach aus, ist es nicht. Und auch den nimmt er. Was sagt Kurt Cobain dazu? Ein Wurf hat er noch, eine Kugel. Kann er noch eine ruhige Kugel schieben? Wie gesagt, wer mehr von iPad sehen will, der darf sich gerne melden. Dann kriegen wir das sicherlich hin. Vielleicht, also auf eine Anfrage jetzt natürlich nicht. Ich glaube, die Kamera bewegt sich. Oh, hat er ihn liegen lassen. Das lag jetzt sicherlich daran, weil die Kamera sich bewegt hat. Stativ ist eben auch nicht mehr das Beste. Ich glaube, 44 Punkte ist jetzt gar nicht so schlecht. Haben wir gut hingekriegt, mein Freund. In dem grünen Pullover. Okay, gehen wir mal raus hier aus diesem Dings hier. Aktuelles Spiel auf dem Game Boy übrigens Zelda. Oracle of Ages, richtig großartig, of Seasons, Entschuldigung. Of Seasons. So, wir werden mal füttern. Und jetzt dachte ich mir einfach, mach mal wieder ein Let's Play und hab mal das Spiel kurz hier reingelegt. Eigentlich wollte ich Red Dead Redemption mal wieder reinhauen. Aber sieht man ja, dass ich es nicht gemacht habe. Füttern wir das Tierchen mal. Halte die Zauberkarte hoch. Da ist er. Da müssen wir erstmal auffüllen. Na gut, die fallen so automatisch rein. Da holen wir alle raus, die drin sind. Und das schütte. Du Honk. Das ist eben das Lustige. Das will er nicht. Aber hier ist das nun mal so. Es regnet Kekse. Hey, bei richtigen Tieren mache ich das natürlich nicht. Aber das ist ja nur ein iPad hier. Mal nicht von Apple oder wer das iPad erfunden hat. Ja, das will er nicht. Na gut, dann machen wir das hier rein. The stage is yours. Er frisst wirklich jetzt das aus dem Napf. Also das ist auch eigentlich unglaublich. Es gibt noch mehr Fressen hier übrigens. Nicht bloß die Sorten. So ein Honk, ey. So stellt sich der Mickey nicht an. Da ist ja alles... Scheiße, Mann. Ah, der kam. Den hat er genommen. Und hier, Nowitzki mit 3. Für 3. Ah, der war zu lang. Nowitzki. Warum war der nicht drin? Probieren wir es hier nochmal. Na, siehste. Da soll jetzt 3 Kekse fangen. Die werfen wir mal mit der Hand hoch. Geht das überhaupt? Scheinbar nicht. Scheiße, Mann. Ist jetzt echt, weil die Kamera hier im Weg steht. Fängst du auch mal hin? Junge! Aber ihn hat er vielleicht jetzt gefangen, wa? Quatsch hier. Und den nimmt er. Schöne ist, die machen nur virtuell Dreck. Sobald ich die Konsole ausmache, ist er weg. Ach, das gibt's doch nicht. Ich krieg die hier vorne nicht. Hätte ich mal nicht so rumgeschlampert. Jetzt holt mich das wieder ein. Oh, bitte sehr. Und auch da nimmt er noch ein. Das müssten jetzt 3 gewesen sein. Bis es satt ist. Oh, jetzt frisst er auch vom Boden. Na, das ist auch schön. Aber erschrickt er sich jetzt nicht? Ich soll 3 Kekse fangen. Das ist so schlecht, das Spiel. Es ist so schlecht. Ah! Auch den fängt er nicht. Mit Essen spielt man doch nicht, Mensch. Aber wir machen das hier.
Und da haben wir auch schon die nächste Kleidung für das iPad, die wir jetzt nicht ausprobieren werden. Überraschend, dass er das vorhin nicht geschnallt hat mit dem Styling. Weil ich die Aufgabe abgebrochen habe. Weil ich habe mir ja schon umgestylt. Machen wir uns das vor, für Frauen und gerade auch für Kinder ist das Spiel sicherlich ein absoluter Main Event. Auch mich unterhält es immer wieder. Wir machen mal zufällig jetzt hier. Ne, den finde ich scheiße. Ein Punker ist cool. Was ist das? Der kommt auch gut hier. So ein Quatsch alles. Aber muss man wirklich sagen, die Haare und so weiter, das ist schon sehr gut animiert alles. Also da hat man auf jeden Fall Zeit investiert. Achso, ich muss ihn wahrscheinlich echt speichern, dann den Stil. Feuer! Ich mache jetzt Flammen hier auf dem. Okay, ich gebe zu, mein iPad sieht echt scheiße aus. Es sieht ein bisschen wie Kane aus. Aber ist auch okay, wir ziehen noch schnell was an. Haben ja einiges gewonnen. Ich habe Tag Team Champions gebaut. Mit dicker Jacke, der Winter kommt. Ist schon fast eine Flugjacke. Oh, ich sehe ja schon die Leute. Wie kann man den denn so hässlich machen? Ja, bei mir geht das. Hilfe. So, jetzt haben wir den ersten Tag gemeistert. Das heißt, es könnte den zweiten jetzt freigeschaltet geben. Vielleicht können wir jetzt was malen mit dem iPad. Oder eben auch nicht. Kommt der Professor? Da kriegen wir erstmal ein Geschenk. Vielleicht ein neues Spielzeug? Daran kann ich mich jetzt gleich erinnern. Wir schicken dir eine Kamera, damit du besondere Momente festhalten kannst. Yeah! Geh zum iPad-Programm und probiere sie in neuen Aufgaben aus. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wann ich die Platinum-Trophäe in diesem Spiel geholt habe. Das ist jetzt nur für die Statistik. iPad. Geil, das steht hier nicht drin. Aber ich hab sie. Ich hab sie wirklich. Das habe ich mit dem Server synchronisiert. Und da wird sie auf jeden Fall gewertet. Dabei ist schon ein Unding, dass die dann hier wirklich wieder weg ist. Ah ja. Also auf dem Server ist sie weiterhin. Fotosession. Wir machen Fotos, meine Damen und Herren. Deines Babys. Na, dann musst du mal in die Mitte gehen, bitte hier. Videos konnte man auch hochladen. Wer das iPad hat, ich mache auch ja, das ist auch ein geiler Auslöser, oder? So eine Scheiße. Wie es rennt. Na dann. I'm gonna run to you. Dann rennen wir bitte los. You have to win Zweikampf. Liebes iPad, bitte renne. Ah, wie kriegen wir den jetzt zum Rennen? Ich drücke jetzt hier einfach vor, so bis er irgendwann irgendwo hinrennt. Lama, mach ein Foto von ihm beim Schlafen. Das bedeutet, wir müssen den jetzt wieder in die Haie. Da schnurrt er schon. Leg dir hin, Ken. Ich hätte ihn doch Ken nennen sollen. Ich habe wahrscheinlich das hässlichste iPad, was jemals in diesem Spiel kreiert wurde. Aber hey, ich habe eins. Hallo? Wie war denn das mit dem müde werden? Wird der von alleine müde? Er legt sich doch jetzt hin, oder? Hallo? Na bitte?
schläft ja noch nicht. Aber ich mache schon Fotos. 30 Minuten Video schon, es ist unglaublich. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Huh! Jetzt musst du aber hochspringen. Steh auf. Huh! So viele Fotos kann man ja bald gar nicht machen. Hallo? Spring hoch. Scheiße, Mann. Also doch, Trick 17. Jetzt ist das schon zu dunkel hier im Raum geworden. Springt der Honk nicht. Hallo? Ich könnte jetzt Licht anmachen, aber es muss doch auch so gehen. Spring noch mal hier hoch. Scheiße, Mann. Also ich winke den Zuschauern so langsam, aber sicher auch. Jetzt hat er es gecheckt. Oder auch nicht. Weil der reagiert nicht mal mehr auf meine... Ich mache jetzt nicht 1000 Fotos. Ah, da ist es. Aufgabe gelöst. Was für ein unglaublicher Sprung. Unglaublich. Da gibt es sogar die Jeansjacke dafür. Profibowler, bitte lächeln. Mach ein Foto von dir und deinem iPad als beste Freunde. Yes! Du stehst unter mir! Wer schießt das Foto? Mäuschen. Jetzt muss man mal gucken, wo es ist. Mäuschen. War das das Foto? Krieg's einfach nicht gebacken mit dieser Aufgabe hier. Mach ein Foto von dir und deinem iPad als beste Freunde. Ah, du hast deine erste Fotoaufgabe gewählt. Oh. Wir werden dir die Beschreibung geben und du schießt dann das Foto. Viel Spaß dabei. Das ist so ein Vollhonk, also da hätte man sich echt einen besseren holen können. Schließe das Startmenü, bewege dein Gesicht nach unten, warte bis dein iPad kommt, lächle breit, mach ein Foto. Das kriegen die sowieso nicht mit, wie ich das mache. iPad, bitte komm. Hallo? Muss ich echt nach unten gucken oder was? Ich weiß es nicht. Er macht ja auch so. Es schneit's nicht. Das könnte wirklich jetzt daran liegen, dass es zu dunkel ist. Ich mache mich mal ganz schnell aus dem Staub und mach mal schnell das Licht an. Das dauert jetzt hier die. Wir haben bemerkt, dass dein iPad ein wenig einsam aussieht. Was? Das bringt etwas mehr Zeit miteinander und alles wird gut. Also das nehme ich jetzt persönlich. Ich bin ein verdammt guter Vater, mein Freund. Ich habe schon immer gesagt, dass ich diesen Honk hasse wie die Pest. Ja, was ist denn nun hier? Ich kann noch nicht mehr als nach unten gucken. Arrogantes Arschloch. Also ich hier jetzt. Ich kann hier nicht nach unten gucken. Was ist denn das für ein Scheiß? Leute, ich verstehe die Aufgabe nicht. Was soll ich nach unten gucken oder was? Grinsen soll ja, aber darauf kommt es auch nicht an. Speicher ist voll. Ah, das ist klasse. Der Speicher ist voll.
Fotos und Videos. Dann gucken wir uns mal die Fotos an, die wir hier heute alle geschossen haben. Klasse. Das sind alles Fotos, die ich gemacht habe im Sekundentakt. Und die löschen wir jetzt. Hoffentlich geht das irgendwie, dass wir alles löschen können hier. Nein, ich muss jedes einzelne löschen. Und habe so viele gemacht. Oder? Ich muss echt jedes löschen. Das ist ja schon fast lächerlich. Ja, das tue ich jetzt natürlich keinem an. Ja, das ist eine Scheiße. Meter-Sprint? Los! Los, los! Was? Muss jetzt hinterher rennen oder was? Ich weiß nicht mehr, wie es war. Hallo? Ach, verdammter Mist, ey. Ich würde erstmal sagen, dass wir da an dieser Stelle erstmal Pumpe machen. Das funktioniert mit künstlichem Licht jetzt nicht mehr ganz so dolle. Das ist doch jetzt schnell hell dunkel geworden draußen. Hallo? Lauf doch einfach mal! Run, Forrest, run! Ach, das gibt's ja nicht. Kann man nur schlagen hier. Ich will mein iPad nicht schlagen. Da jumpt er! Meter in 70 Sekunden. Auch das schaffen wir nicht. Ja, also www.grafen-productions.de. Ich wollte das Spiel einfach mal präsentiert haben. Jetzt runter von mir, doch. Haben wir nicht geschafft. Tut mir leid, da ist das iPad natürlich auch nicht begeistert. Aber wie dem auch sei, habt ihr das Spiel mal gesehen. Ich finde es ein klasse Spiel für zwischendurch, aber ja, richtet sich hauptsächlich natürlich an Familien, an Frauen und hauptsächlich an Kinder. Und ja, der Cock findet so eine Spiele auch immer ganz gut, deswegen habe ich mir das gleich als erster mitgeholt und wurde bestens unterhalten. Das war's für heute. Tschüss, bis dann.